Man hat versucht, Jesus reinzulegen. Man hat einen Plan geschmiedet, um Jesus zu schnappen, ihn zu töten und ihn zu kreuzigen. Allah aber lässt nicht zu, dass sein Prophet am Holz genagelt wird. Nein, auch Allah plante einen Schmied gegen sie. Und wenn Allah einen Plan schmiedet, dann kannst du diesen Plan niemals mit den Plänen anderer vergleichen. Das Christentum hängt von der Auferstehung Christi ab. Wurde er auferstanden? Die Ansicht des Korans ist ganz klar. Jesus wurde nicht gekreuzigt, sondern es erschien den Leuten nur, als wurde da Jesus gekreuzigt. Und Jesus selbst wurde zum Himmel emporgestiegen und er wird vor dem Tag der Auferstehung wieder zurückkehren und einige wichtige Aufgaben erfüllen. Also die Sichtweise des Korans ist klar. Aber lass uns mal schauen, ob die Bibel wirklich davon berichtet, dass Jesus auferstanden ist. Das werden wir jetzt hier wissenschaftlich belegen. Erinnern wir uns an die Geschichte nach der Kreuzigung, wo Jesus sich mit seinen Jüngern getroffen hat. In Lukas Evangelium, Kapitel 24, Vers 36 bis 37 wird gesagt, da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach, Friede sei mit euch. Sie aber erschraken und fürchteten sich, meinten sie sehen einen Geist. Warum haben die Jünger gedacht, dass Jesus ein Geist ist? Die Jünger haben vom Gerüchte her gehört, dass Jesus gekreuzigt worden ist, und das zeigt, dass sie selbst keine Augenzeugen der Kreuzigung waren. Denn im Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 50 heißt es, und die Jünger verließen ihn alle und flohen. Alle, das heißt alle, ausnahmslos. Damit Jesus sie aber beruhigen kann, sagt er im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 39, seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber, fühlt mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, was ich habe. Jesus hat mit dieser Reaktion beweisen wollen, dass er eben kein Geist ist und nicht wieder auferstanden ist. In den nächsten zwei Verse verlangt Jesus was zu essen und er aß auch vor ihnen, um zu zeigen, dass er eben kein auferstandener Geist, sondern ein physischer Körper ist. Jetzt haben wir aber ein Problem, denn Jesus sagt in Lukas Evangelium, Kapitel 20, Vers 35 bis 36,
Welche aber würdig sein werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder freien noch sich freien lassen. Denn sie können hinfort nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, die, weil sie Kinder sind, der Auferstehung. Ein auferstandener Körper ist also etwas Spirituelles. Wie kann Jesus also was zu essen verlangen und auffordern, dass sie ihn anfassen sollen, wenn er gestorben und dann als ein spiritueller Geist wieder auferstanden ist? Erinnern wir uns an Maria, als sie am dritten Tag nach der Kreuzigung zu Jesus' Grab ging. In Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 1 wird gesagt, am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdala früh, da es noch finster war, zum Grabe und sieht, dass der Stein vom Grabe hinweg war. In Markus Evangelium Kapitel 16, Vers 1 wird gesagt, und sie kamen zum Grabe am ersten Tag der Woche sehr früh, da die Sonne aufging. Es war der erste Tag der Woche, das heißt der Sonntag, da die Juden den Sabbat an einem Samstag hatten. Maria ging also am ersten Tag der Woche ganz früh zum Grab Jesu. Jetzt die Frage, warum sollte Maria 3 Tage nach der Kreuzigung zu Jesus' Grab gehen? Die Antwort finden wir in Markus Evangelium Kapitel 16, Vers 1, wo gesagt wird, dass Maria zum Grabe Jesu gegangen ist, um ihn mit Öl zu salben. Und hier nun die nächste Frage. Salben Juden, Christen oder Muslime am dritten Tag ihre Toten ein? Nein, natürlich nicht. Warum also ging Maria zum Grabe Jesu, um ihn einzusalben? Weil Maria die Einzige neben Josef und Arimathea und Nikodemus gewesen ist, die Jesus gewaschen hatte. Und als man Jesus vom Kreuz runterholte, könnte Maria noch ein Lebenszeichen an seinem Körper erkannt haben, was der Grund war, am dritten Tag nach dem Sabbat zum Grabe Jesus zu gehen. Sie hätte ja daher schwer sagen können, Jesus lebt noch, weil hätte sie das getan, dann hätte man nochmal versucht, Jesus zu kreuzigen und man hätte nochmal versucht, ihn zu töten. Also musste sie es für sich behalten. In Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 1 wird berichtet, dass Maria den Grab leer vorfand und dass der Stein zur Seite geschoben und das Wickeltuch von Jesus zur Seite gelegt wurde. Wenn Jesus nach dem Tode auferstanden ist, dann müsste er ein spiritueller Geist sein. Für einen spirituellen Geist ist es nicht notwendig, den Stein zur Seite zu schieben, da er einfach hindurchfliegen kann. Für einen spirituellen Geist ist es auch nicht mehr notwendig, den Leichentuch abzumachen und es zur Seite zu stellen. Da diese Dinge aber gemacht wurden, kann es sich hier nur um einen physischen Körper handeln. Und wenn das der Fall ist, dann kann Jesus nicht gestorben sein. In Johannes Kapitel 20, Vers 15 sagt Jesus zu Maria, Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? So will ich ihn holen. Warum hält Maria Jesus für einen Gärtner? Weil Jesus sich zum Schutz vor den Juden als Gärtner verkleidet hat, da sie ihn sonst getötet hätten. Wäre er ein spiritueller Geist, dann müsste er keine Angst mehr haben, da in der Bibel gesagt wird, ein Mann stirbt nur einmal. In Johannes Kapitel 20, Vers 15 bis 17 sagt Jesus zu Maria, rühre mich nicht an. Wieso sagte Jesus das zu Maria? We'll be right back.
Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten von Jesus ein Zeichen sehen. In Matthäus Evangelium Kapitel 12, Vers 39 bis 40 antwortet Jesus ihnen, dass ihnen kein Zeichen gegeben wird, außer das Zeichen von Jona. Was war das Zeichen von Jona? Jesus sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Erde sein. Was war das Wunder von Jona? Als Jona einen Fehler gemacht und seine Aufgabe verlassen wollte, stieg er in ein Schiff und fuhr fort. Allah aber tadelte ihn mit einer Strafe, und zwar, seine Leute warfen ihn vom Boot und es kam ein Walfisch und schluckte Jona runter. Jona betete zu Allah um Vergebung und Allah erhörte ihn, sodass er wieder aus dem Bauch des Fisches rauskam. Diese Geschichte ist bei Juden, Christen und Muslime genauso bekannt. Jetzt. Jona verweilte 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Wals. Als der Wal Jona geschluckt und er 3 Tage und 3 Nächte in seinem Bauch war, war Jona lebendig gewesen. Als der Wal Jona wieder ausspülte, war er lebendig gewesen. Das Wundersame hier also ist, dass Jona diesen Vorgang überlebt hat, da ansonsten sein Tod kein Wunder gewesen wäre. Und dies zeigt, dass Jesus nach der Kreuzigung nicht gestorben ist, da ansonsten sein Gleichnis mit Jona überhaupt keinen Sinn gehabt hätte. Jetzt können die Christen sagen, Moment, es geht hier nicht um Leben oder Tod, sondern es geht um den Zeitfaktor, 3 Tage und 3 Nächte. Darauf antworten wir so. Jesus ist an einem Freitag gekreuzigt worden. Man hat in großer Eile Jesus gekreuzigt und ihn vom Kreuz wieder runtergeholt, da im 5. Buch Mose gesagt wird, dass das Leichnam nicht über Nacht hängen bleiben darf, sondern dass man ihn gleich am selben Tag noch begraben soll. Es war also im späten Abend, Jesus nach der Hinrichtung vom Kreuz zu holen, ihn zu waschen und so weiter und so fort. Im Johannesevangelium, wie wir vorhin berichtet haben, hieß es doch, dass Maria das Grab von Jesus am ersten Tag der Woche, das heißt am Sonntagmorgen, leer vorgefunden hat. Demnach also war Jesus am Freitagabend, dann am Samstagmorgen und Samstagabend bis Sonntagmorgen im Grab gewesen. Und das bedeutet, dass Jesus nicht für 3 Tage und 3 Nächte im Grab war, sondern für 2 Nächte und 1 Tag. Demnach hat Jesus den Zeitfaktor überhaupt nicht erfüllt. Was erkennen wir also nach all diesen ganz klaren Fakten? Jesus wurde nicht gekreuzigt und er ist auch nicht wieder auferstanden worden. Und wenn diese Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann hat das Christentum keinem Fundament mehr und er stürzt ein. Keinem Fundament mehr und er stürzt ein.
Schlussendlich können wir jetzt das Folgende sagen, damit das jeder versteht. Man hat versucht, Jesus reinzulegen. Man hat einen Plan geschmiedet, um Jesus zu schnappen, ihn zu töten und ihn zu kreuzigen. Allah aber lässt nicht zu, dass sein Prophet am Holz genagelt wird. Nein, auch Allah plante einen Schmied gegen sie. Und wenn Allah einen Plan schmiedet, dann kannst du diesen Plan niemals mit den Plänen anderer vergleichen. Deshalb sagte Allah, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Und sie schmiedeten eine List und Allah schmiedete eine List. Und Allah ist der beste Listenschmied. Deshalb habt ihr gedacht, Jesus wurde gekreuzigt. Denn nicht Jesus ist der, der gekreuzigt worden ist, sondern jemand, der ihm ähnlich ist. Und genau das ist Allahs List. Deshalb kannst du Allahs List niemals mit den Listen anderer vergleichen. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.